bin der Dokan. Ich bin der Dario. Ich bin der Can. Ich bin Elvis. Ich bin Chris. Ich bin der Robert. Wir sind die United People! Ihr seid in Dänemark Junior- und Europameister geworden im Breakdance, in der Alterskategorie zwischen 12 und 15 Jahren. Elvis, wie lange tanzt ihr schon Breakdance? Also wir tanzen schon seit einem Jahr zusammen und alleine tanzen schon seit 5 Jahren. Robert, Breakdance, ist das eine Sportart oder ist es vielleicht mehr? Ist Breakdance vielleicht eine Art Lebenseinstellung? Ja, Breakdance ist eine Lebenseinstellung, weil die Breaker unter sich immer locker miteinander umgehen. Sie kennen keine Risiken, sie haben sehr viel Spaß und so. Ja, also von Breakern ist das schon so ein Lifestyle geworden. Ja, okay. Dukan, gibt es da verschiedene Breakdance-Stilrichtungen? Ja, es gibt mehrere Stilrichtungen. Es gibt einmal die Power Moves, das ist viel mit Artistik. Es gibt Styles, da tanzt man viel auf Musik. Es gibt Footworks, das sind die ganzen Schritte. Es gibt noch Electric Boogie und Locking. Locking ist viel aus dem Handgelenk und Electric Boogie ist dann mehr so flüssiges Tanzen. Okay. Und Chris, wie oft trainiert ihr in der Woche und worauf kommt es beim Wettkampf besonders an? Also wir trainieren 4-mal in der Woche. Und auf Wettkämpfen ist es wichtig, dass wir als Crew auftreten, dass wir synchron tanzen, viel Mimik zeigen und auf jeden Fall mit Ausdauer tanzen. Round 8. Fight! Over.